Guten Abend am Rosenmontag, Montag, dem 27. Februar 2017. Es meldet sich wie immer montags um 19 Uhr Admiral Markets, unsere feste Stunde, die Jurfix, die offene Sprechstunde für alle Ihre Fragen rund um Forex, CFDs, den MetaTrader, Admiral Markets, dem Trading allgemein und so weiter und so fort. Jeden Montag 19 Uhr, mal ist mehr los, mal weniger, schauen wir mal, vielleicht ist halb Deutschland im Karneval, im Fasching oder wie es bei Ihnen zu Hause heißt. Wir sind auf jeden Fall dabei und mal sind vielleicht 5 oder 10 Minuten nur hier, wir hier am Sprechen, mal eine ganze Stunde. Jeder Montag ist anders, mal haben Sie viele Fragen, mal wenige Fragen, aber auf jeden Fall starten wir um 19 Uhr, wie auch jetzt, nochmal guten Abend in die Runde. Und wenn Sie das erste Mal dabei sind, in den ersten 1, 2 Minuten der Einladung bekommen Sie auch mit, wie Sie sich aktiv am Webinar beteiligen können, wie Sie Ihre Fragen, Ihre Anliegen hier stellen können. Guten Abend und wir legen los, natürlich zu Beginn immer mit dem Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinnmöglichkeiten. Leider aber auch, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt sind, Ihre Strategie nicht aufgeht, die möglichen Verluste. Ist also nicht für jeden geeignet, bevor Sie mit echtem Geld loslegen. Starten Sie am besten mit einem Demokonto und machen Sie sich im Demo-Modus mit dem Trading, dem Hebeleffekt und Ihrem Risikomanagement ausreichend vertraut. Und wenn Sie sich dann nach einiger Zeit im Demokonto sicher fühlen, können Sie gerne mit echtem Geld weiter traden. Admiral Markets richtet sich immer an den selbstentscheidenden Anleger, international Execution Only genannt. Also bitte nichts, was Sie bei uns sehen und hören, als Anlageberatung missverstehen wollen, gibt es bei uns nie. Wir wagen in anderen Webinaren Marktausblicke, entwickeln zusammen Trading-Ideen. Wir können Ihre persönliche Situation dabei aber nie berücksichtigen. Also bitte nichts als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Und den kompletten Warnhinweis zum Nachlesen, wenn Sie möchten, finden Sie auf der Webseite hier unten rechts als blauer Link auch hinterlegt. Der Moderator heute, das ist meine Wenigkeit, Jens Schanowski im Hintergrund. Von dort sende ich, der Potsdamer Platz in Berlin. Dort haben wir seit über 5,5 Jahren unser Office. Weltweit gibt es Admiral Markets seit 2001. In Deutschland sind wir gestartet im Juni 2011, also über 5,5 Jahre jetzt. Wir sind ein Online-Broker, das allermeiste findet also online statt, per Webinar, per Webseite, per E-Mail, per Telefon, aber bei Bedarf, bei Wunsch, mit Terminvereinbarung ist auch ein Besuch bei uns im Berliner Office am Potsdamer Platz möglich. Aber alles andere online als Online-Broker, wie auch hier im Webinar, Ihre aktive Beteiligung. Wenn Sie Ihre Frage, Ihr Anliegen, Ihre konstruktive Kritik, alles dafür platziert werden, loswerden möchten, bitte tippen Sie live im Webinar. Sie haben so einen Question-Chat, so einen Frage- und Antwortbereich im Webinar-Tool. Live dabei natürlich nur. Wenn Sie die YouTube-Videoaufzeichnung anschauen, da geht es natürlich nicht. Also live dabei sein hat einen Vorteil. Und Sie tippen bitte, sprechen dürfen nur die Moderatoren bei uns, weil wir immer viele, viele Teilnehmer haben. Da wird es mit Hintergrundgeräuschen und Co. zu störend sein. Deswegen bitte tippen Sie. Und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Natürlich muss auch hier Datenschutz und Bankgeheimnis großgeschrieben werden. Kontobezogene Daten, die nur Ihr Konto betreffen, das können wir hier nicht klären. Es muss also ein allgemeines Thema sein. Kontobezogene Daten, das damit wir immer 1:1 mit dem Kundenservice klären, per E-Mail oder per Telefonat. Wenige Sekunden gleich später haben Sie auch nochmal die Kontaktmöglichkeiten eingeblendet. Ja, und wenn Sie Forex und CFDs traden möchten, freuen wir uns, wenn Sie das bei uns machen. Wir sind bester CFD-Broker 2016, haben einige Quellen gesagt. 2017 haben wir auch schon Preise bekommen. Zum Beispiel fairster CFD-Broker sagt Focus Money und Online-Broker-Portal hat das dieses Jahr auch schon gesagt und weitere Awards werden noch dieses Jahr laufen. Zum Beispiel, wenn Sie möchten, auf der Webseite finden Sie das, Deutsche Kundeninstitut. Da läuft noch bis Mitte März eine Umfrage. Finden Sie auf DK Institut, glaube ich, oder sonst auf die Webseite gehen, admiralmarkets.de, zeige ich Ihnen auch gleich, wenn Sie Ihre Stimme abgeben möchten und natürlich alle Details zu den Konditionen, auch natürlich, wo auch sonst, auf admiralmarkets.de. Ja, und wenn Sie kontobezogene Sachen klären möchten, Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, ist der Kundenservice in Berlin unter der eingeblendeten Nummer erreichbar. Oder Sie schicken die E-Mail und YouTube-Kanal, fast alle Webinare wenig später als Aufzeichnung dort zu finden und Facebook natürlich auch nochmal. Und auch hier nochmal Webseite, weil darüber finden Sie alles, Sie müssen sich die ganzen Adressen gar nicht merken. Gleich über die Webseite zeige ich Ihnen, wo Sie das auch nochmal alles gesammelt finden. Ja, und es hat sich bewährt, montags, damit wir warm werden, dass ich 1, 2, 3 Themen vorbereite und Ihnen kurz präsentiere und zeige, damit Sie die 1, 2, 3 Minuten Zeit haben, Ihre Frage,
Ihr Anliegen zu tippen. Seien Sie also fleißig, nicht nur Fasching und Karneval feiern, aber wenn wenig los ist, dann ist halt auch sonst wenig los oder keine Fragen sind offen, dann sind wir noch ein paar Minuten fertig. Auch das kann mal so sein. Jeder Montag ist anders, das noch als Information. Ja, und ein, zwei, drei Themen, die ich vorbereitet habe, bevor wir zu Ihren Fragen kommen. Eben schon angedeutet, Sie müssen sich nicht alle Webadressen merken, aber admiralmarkets.de gerne, weil darüber finden Sie immer ganz oben in der Kopfzeile die Telefonnummer vom Kundenservice in Berlin. Über kontaktieren Sie uns natürlich auch noch weitere Sachen. Und wenn Sie ganz nach unten gescrollt haben, auf jeder Webseite von uns, haben Sie natürlich auch YouTube verlinkt und Facebook und auch noch andere Social-Media-Kanäle wie Instagram oder Google+. Also gerne mal vorbeischauen, die Kanäle, die Sie interessieren. Ja, und was habe ich vorbereitet? Ein, zwei, drei Themen, die in den letzten Tagen ein bisschen Relevanz hatten. Wir werden ein Spezialwebinar machen, und zwar am Mittwoch, den 1. März um 11 Uhr, wenn es Ihre Zeit nicht erlaubt, live dabei zu sein. Auch das wenig später als YouTube-Wiederaufzeichnung zu finden, aber live dabei sein hat immer Vorteile. Sie können Ihre Fragen stellen. Relativ neu, seit wenigen Wochen, können Sie auch Aktien-CFDs aus dem europäischen Land, aus den europäischen Ländern bei uns traden, zwar zu Top-Konditionen. Ab 3 Euro je Transaktion geht es los. Also Roundturn rein und raus irgendwann 6 Euro mindestens oder 0,05% vom Ordervolumen. Im Wettbewerbsvergleich sehr, sehr tolle Kondition. Wir haben uns angeschaut, was die Wettbewerber in Deutschland anbieten. Die starten in der Regel mit 5 oder 6 Euro pro Seite Kondition und in der Regel auch eine höhere Mindeststückelung, die Sie traden müssen und vieles weitere mehr. Und auch die Spreads sind meistens ein bisschen höher. Also, wenn Sie auch mal Aktien-CFDs traden möchten, entweder selbst im MetaTrader 4 anschauen oder das Spezialwebinar, was wir dann zum Start anbieten. Mittwoch, 1. März um 11 Uhr geht's los. Aber noch viel, viel mehr darauf hinweisen möchte ich auf die IB-Days, die Investment Business Days, eine externe Online-Messe, wie ich es gerne nenne, von dem Michael Vogt und dem Campello Verlag. Da sind wir dieses Mal mit einem ganzen Tag vertreten, ein Ganztages-Event mit ganz, ganz vielen Themen. Ich werde jetzt nicht jedes Thema vorlesen. Auf der Webseite admiralmarkets.de immer die letzten News finden Sie es. Zum Beispiel mit Dirk Wojcewski, mit Heiko Behrendt und mit dem Jochen Schmidt. Viele, viele Themen von morgens 9 bis abends 19 Uhr. Ganz, ganz viele Themen. Kostenlos. Sie müssten sich bloß auf der externen Webseite anmelden, einmal und registrieren und dann sind Sie gerne mit dabei. Ja, was war noch Thema in den letzten 7 Tagen? Nicht ganz so vieles und einiges habe ich auch schon Montag vor 7 Tagen vorgestellt. Heute ist es losgegangen. Wir haben für einige Index-CFDs die Tickgrößen in der Kursstellung, in der Mindestkursstellung geändert. Bisher hatten wir zum Beispiel für den DAX 30 die Kurse gestellt auf die erste Nachkommastelle. Also als Beispiel 12.000,2 Punkte als Kurs. Und neu seit heute preisen wir auf die zweite Nachkommastelle, also 12.000,23. Warum? Zum einen passen wir uns dort den Börsen an. Die preisen auch bisher schon auf die zweite Nachkommastelle. Auch wenn kein Mensch in Anführungszeichen zum Beispiel eine Limit Order auf die zweite Nachkommastelle im DAX gibt. In der Regel, wenn Sie eine Limit Order aufgeben, sagen Sie zum Beispiel 11.996 und nicht 11.996,75. Sie können das machen, aber wie ich eben gesagt habe, kein Mensch macht es. Aber die Kurse notieren halt an den Börsen so und da passen wir uns an. Und einige technische weitere Hintergründe, warum wir das so machen. Wir haben ja einige erweiterte Serviceleistung, zum Beispiel innovative Einstellungen, Order-Settings für Volatilität, dass Sie sich vor der Volatilität schützen können über die Order-Einstellungen. Und das läuft technisch besser, wenn wir das analog zu den Börsen auch auf die zweite Nachkommastelle machen. Also, wenn Sie eine normale Limit-Order machen, können Sie die Nachkommastellen ausfüllen oder Sie lassen es einfach offen, denn es ist dann 0,0 oder Sie machen halt auch dann die Ausfüllung auf die zwei Nachkommastellen. Auch das heute neu gestartet, letzten Montag schon erläutert, das waren die News. Ansonsten ist es immer noch ein bisschen ruhiger, alle warten auf mehr Volatilität an den Märkten und deswegen waren das die zwei Themen, die ich vorbereitet habe. Jetzt schaue ich mal, welche Fragen von Ihrer Seite gekommen sind. Die erste Frage eines Teilnehmers. Hallo, für eine Einzahlung auf ein Live-Konto, auf ein reales Konto, kann ich da ein Gemeinschaftskonto von mir und meiner Ehefrau nehmen oder kann ich nur über Skrill oder Neteller einzahlen, wenn ich kein Einzelkonto auf meinem Namen alleine habe? Wenn Sie wirklich ein Gemeinschaftskonto haben, und wirklich, muss ich einmal kurz erläutern, bedeutet, dass Sie beide als Inhaber eingetragen sind, dann können Sie das gerne für Ihre Einzahlungen nutzen.
Man unterscheidet dort als Gemeinschaftskonto, wo Sie rechtlich Inhaber sind oder nur verfügungsberechtigt. Es kann also sein, dass Sie auch nur verfügungsberechtigt sind, also rechtlich eingetragen, nur Ihre Ehefrau und Sie haben Zugriff, sind aber nach dem Gesetz nicht Inhaber. Das ist ein Unterschied, kann man in der Regel erkennen, wenn Sie einen Kontoauszug holen, dass wirklich beide Namen dort als Inhaber hinterlegt sind. Sollten Sie nur verfügungsberechtigt sein, ist in der Regel auf dem Kontoauszug nur der Name eines Partners eingetragen und nicht Sie selber. Das ist der gute Indikator dafür. Im Zweifel die Bank anfragen, ob Sie wirklich Inhaber sind oder nur verfügungsberechtigt. Ihr Bankservice-Mitarbeiter wird dann das schnell beantworten können. Und wenn Sie wirklich Inhaber sind, Gemeinschaftskonto und nicht nur verfügungsberechtigt, dann gerne für Einzahlung nutzen. Hintergrund ist, dass wir kein Zahlungsverkehrsdienstleister sind, kein Girokonto anbieten, sondern immer nur Gelder entgegennehmen können und auszahlen können auf und von Konten, die auf Ihren Namen lauten. Ein- und Auszahlung von Dritten ist nicht möglich, nicht mal Familienangehörige. Das war der Hintergrund. Also Einzelkonten, Ein- und Auszahlung kein Problem. Gemeinschaftskonten gar kein Problem. Nur verfügungsberechtigt. Das würde nicht gehen. Das würden wir dann ablehnen. Dankeschön für diese Frage. Sie haben kürzlich die Margen erhöht, schreibt der nächste Teilnehmer. Werden weitere Erhöhungen im Hinblick auf Druck der BaFin bezüglich der Wegfall der Nachschusspflicht? Immer wenn es um Geld geht, müssen wir speziell und präzise sein. Wir haben nicht die Margen erhöht, wir haben das Stop-Out-Level erhöht. Gucken wir uns nochmal gemeinsam an. Wir haben es ja auch auf der Webseite natürlich veröffentlicht. Stop-Out-Level. Wir haben also Stop-Out-Level erhöht, Margin erhöht, würde ich das nicht benennen. Eben schon erwähnt, immer wenn es um Geld geht, bitte lieber einmal zu viel zu präzise sein als einmal zu wenig. Bisher, manche Broker nennen das Margin Call. Wir sagen das ein bisschen anders, präziser Stop-Out-Level. Bisher war der Stop-Out-Level bei 30% von Ihrem Kontoguthaben. Und jetzt werden wir das erhöhen. Und zwar ab dem 6. März, ab kommenden Montag, auf 50%, ist aber nicht die Margin selber. Was bedeutet das? Das können wir uns am besten, entweder lesen Sie es hier im Text durch, es ist ja immer noch auf der Webseite auch hinterlegt, auch mit einer Begründung, aber wir gucken uns mal gerne mal im MetaTrader 4 an. Der nimmt Ihnen nämlich der MT4 ganz, ganz vieles ab, das müssen Sie sich nicht immer selber ausrechnen, in Echtzeit vom MetaTrader 4 der Handelssoftware kalkuliert. Also, Sie sehen alles, und zwar in dem Fenster Terminal, in Ihrem MetaTrader 4, Echtzeit kalkuliert. Wenn Sie eine offene Order haben, eine offene Position, die Sie irgendwann mal schließen müssten. Und damit es ein bisschen aussagekräftiger wird, mache ich einfach nochmal irgendeine zweite Order mit dazu, ohne groß nachzudenken. Ihr Kontostand, hier in diesem Demokonto, 767,09 €. Meine Equity, das ist der Kontostand plus und minus den offenen Positionen, den offenen und schwebenden Gewinnen und Verlusten. Die Margin, die Sie gebunden haben für die offene Position, die freie Margin, die Sie noch frei hätten für weitere Positionen und jetzt kommen wir zur wichtigsten Kennzahl, dem sogenannten Margin Level. Wenn Sie bei 284,88% sind, wie jetzt hier, haben Sie noch ganz, ganz viel Luft, da droht erstmal keine Gefahr. Wenn Sie bei einem Margin Level von 100% wären, färbt sich diese Linie von Grau kurzfristig auf Rot. Das ist so ein Obacht, so ein Stop, so ein Info-Zeichen. Schauen Sie mal, ob die Positionen zu stark gegen Sie laufen, ob Sie vielleicht die Position manuell schließen oder Geld nachschießen durch eine schnelle Einzahlung wie Sofort- oder Kreditkarten oder weiteres mehr. Aber es passiert noch nichts. Wenn Sie aber nicht tätig werden und der Markt läuft weiterhin gegen Sie, würde bisher bei 50% Margin Level, bei 30% Margin Level bisher, darf ich jetzt auch nicht verwechseln, bisher bei 30% das System der Broker offene Positionen schließen, um Sie vor zu großen Verlusten zu schützen. Und neu, ab dem 6. März, wird es nicht mehr 30% sein, sondern 50%. Also das Puffer, das schöne deutsche Wort Puffer, ist ein bisschen größer, wird jeder nachvollziehen können. 30% übrig oder 50% übrig ist natürlich 50% ein bisschen größere Sicherheit, ein größerer Puffer. Haben wir schon mal als Vorbereitung gemacht, weil wir ja schon seit Jahr und Tag die Negative Balance Protection Policy anbieten, also schon seit Jahr und Tag einen weitestgehenden Schutz haben vor Nachschusspflichten. Und das plant ja die BaFin, dass so ein toller Schutz, den wir seit Jahr und Tag schon haben, in noch umfangreicherer Form bald auch bei anderen Brokern verfügbar ist. Das ist ein Gesetzentwurf, ein Vorschlag, der ist noch nicht in Kraft getreten.
Das wurde veröffentlicht und Broker sollten bitte bis vor wenigen Wochen dort eine Stellungnahme abschicken. Wir haben das unter anderem auch gemacht und irgendwann jetzt im Jahr 2017 wird wahrscheinlich die BaFin dann entscheiden, was aus diesem Entwurf wird, ob der Entwurf eins zu eins übernommen wird oder ob der Entwurf noch verändert wird, was bei vielen Entwürfen in der Regel bei allen Gesetzen und Verordnungen so der Fall ist. Warten wir mal ab, noch weiß niemand, was kommt, aber dass irgendwann was kommt. Eine Verschärfung oder eine Verbesserung für die Kunden, das ist sehr wahrscheinlich. Und ja, wir haben ja schon mal einige Sicherheitsmechanismen verändert, ab 6. März von 30 auf 50%, um auch da höhere Sicherheiten für alle Seiten zu haben. Margenerhöhung würde ich es aber nicht nennen, um auf die Ausgangsfrage zu kommen, sondern Stop-Out-Level-Erhöhung. Ja, ausführlich beantwortet hoffe ich. Falls noch weitere Details dazu offen sind, gerne jetzt live im Webinar eine Zusatzfrage stellen. Warum muss bei einer Webinarbuchung immer der Ort eingegeben werden? Das ist zeitintensiv und ohne Landangabe wäre es einfacher und schneller. Ja, vielen Dank für die Rückfrage. Machen Sie mal den Spaß und gehen Sie bei der Webinarangabe bei anderen Brokern vor. Von allen Brokern, die ich mal zum Testen mir angeschaut habe, müssen Sie bei Admiral Markets die wenigsten Angaben eingeben. In der Regel nur Name, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und Ort. Bei vielen, vielen anderen, die fragen nach Telefonnummer, nach Postadresse und vielen weiteren mehr. Da sind wir im Wettbewerbsvergleich schon relativ eng dabei. Aber einige Daten sind einfach nötig. Wir wollen nämlich auch wissen, sind wir regional unterschiedlich, wenn wir mal in Stuttgart bei der Invest sind oder auf dem Börsentag Berlin, wollen wir vielleicht auch mal die Kunden im Umkreis von den 50 Metern Umkreis vielleicht auch noch mal informieren per Newsletter, was nur relevant ist für die Leute im Umkreis und nicht die vielleicht, wenn es Börsentag Berlin ist, die in München wohnen. Also, Pardon, da erlauben wir uns auch noch mal eine weitere Frage zu stellen. Sie entscheiden, was Sie angeben. Sie können auch nur A, B, C oder XY eingeben, aber für alle, die es angeben wollen, würden wir uns sehr freuen. Und ich weiß nicht, ein Ort tippen. Wie lange dauert das? 5 Sekunden? 7 Sekunden? Irgendwas um den Dreh wird sein. Also ich hoffe, pardon, dass Sie uns diese Zeit opfern für ein kostenloses Webinar, für ganz, ganz viel Zeit und Muße, die wir da investieren, die Vorbereitung und nochmal. Vergleichen macht anschaulich. Machen Sie sich den Spaß, irgendeinen anderen Broker ein Webinar zu machen. Ich gehe jede Wette ein, dass die 4, 5, 6 weitere Sachen, die Telefonnummer und so weiter und so fort abfragen. Danke für die Frage. Offene Frage. Mein offenes Feedback. Vielen Dank. Dann eine Frage. Aktien-CFDs. Was passiert bei der Dividendenausschüttung am Tag des Abschlags? Kann ich das gezielt traden? Können Sie, aber das ist ein Thema, was wir ausführlicher dann am 1. März uns anschauen möchten. Ich hoffe, da erlauben Sie mir, dass ich die 2 Tage als Vorschau Ihnen abverlange. Seien Sie mit dabei, 1.3. in 2 Tagen um 11 Uhr und wenn es Ihre Zeit nicht erlaubt, weil Sie vielleicht im Büro dann sind, Videoaufzeichnung wenig später dabei, da werden wir das dann ausführlich präsentieren und erläutern. Da muss ich einfach mal neugierig machen, in 2 Tagen mehr zu den Dividenden und Aktien-CFDs. Ist es schlimm, wenn ich neben dem Stop-Loss auch den Take-Profit anwende? Ich werde immer belächelt. Wir belächeln Sie nicht, aber 100 Trader, 100 Foren und 300 Meinungen und 300 Wünsche. Also, der MetaTrader 4 und gerade beim Hebeltrading, der erlaubt es ja extrem nett, Stop-Loss und Take-Profit gleichzeitig aufzugeben. Sie entscheiden. Execution only. Wir werden Sie niemals beraten, ob Sie das machen sollen oder nicht. Und wenn Sie sich umhören, werden Sie immer 20 Meinungen hören. Soll ich morgen das kochen oder was anderes? Soll ich morgen ARD oder ZDF oder RTL gucken? Welche Beispiele fallen mir noch ein? Und egal, was Sie im Freundes- und Bekanntenkreis fragen, Sie werden immer ganz, ganz viele Meinungen hören. Sie sind der Trader. Sie machen die Gewinne. Sie machen die Verluste. Deshalb treffen Sie die Entscheidung. Natürlich ist es nie verkehrt, in allen Lebenslagen auch mal andere Meinungen zu hören. Aber am Ende des Tages müssten Sie die Entscheidung treffen. Und ja, was spricht gegen Take Profit? Es kommt darauf an, wie aktiv Sie den Markt beobachten können. Angenommen, Sie können, wenn Sie eine Order offen haben und vielleicht eine halbe oder eine Stunde halten möchten. Und in der Zeit sind Sie die ganze Zeit vom Computer und können den Markt beobachten. Dann eventuell kein Take Profit. Oder gerade doch, weil Sie dann den Take Profit ja auch immer verschieben können, indem Sie einfach Trading aus dem Chart den Take Profit verschieben auf ein anderes Level. Wenn Sie aber 5 Stunden im Büro sitzen und 2 Tage den Tradeplan offen zu halten, dann kann es sehr sinnvoll sein, vielleicht Take Profit zu setzen oder auch nicht, je nachdem, ob Sie Gewinne sichern möchten und dann wirklich auf jeden Fall rausgehen wollen, wenn das Kursniveau erreicht ist.
Oder wenn Sie sagen, nee, nur Stop-Loss-Gesetz und ich will halt die Gewinne nicht begrenzen und dann immer mal gucken, ob ich vielleicht nicht nur 2 Tage offen halte, sondern 2 Wochen. Also, so viele Möglichkeiten und ich habe jetzt bewusst immer beides genannt, weil es in dieser Situation mal das und in der anderen Situation mal jenes relevant sein kann. Und ich darf Sie als Broker nicht beraten, da muss ich immer ganz vorsichtig sein, was ich sage. Deswegen, so viele Optionen, so viele Möglichkeiten, Sie entscheiden und nochmal, wie eben schon erwähnt, Sie tragen die Früchte des Gewinns mit ein und Sie müssen die möglichen Verluste erleiden und ertragen. Deswegen, Sie treffen die Entscheidung. Es gibt die Möglichkeit, der MetaTrader 4 macht es sehr, sehr elegant und bequem und Sie entscheiden. Ich werde Ihnen aber niemals sagen können, weil das wäre Beratung. Ja, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Nur viele Gedankenanstöße durfte ich hiermit sagen. Die Spread-Anzeige ging heute bis auf 140. Heute waren es für kurze Zeit 80 angezeigt im DAX. War das ein Datenfehler oder was war los? Das haben wir nicht mitbekommen. Es kommt darauf an, wo Sie genau schauen. Also, schauen wir mal genauer an. Der DAX, wir sagen da in unserer Werbung, der typische Spread, deutsche Zeit von 8 Uhr bis 22 Uhr 0,8 Punkte. Je nachdem, wo Sie schauen. Wenn Sie im MetaTrader 4 im Mini-Terminal schauen, dort werden Nachkommastellen, also 0,8 Punkte als 0,8 dargestellt. Im Spread-Indikator, den wir hier haben, einen Indikator, den wir mit MT4 Supreme mitliefern, wird auch 0,8 Punkte als 0,8 dargestellt. Wenn Sie jetzt aber mir sagen 80, es kann ja auch sein, dass Sie hier in der Marktübersicht mal schauen. Und dort ist die Darstellung vom MetaTrader ein bisschen anders. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, eine Spalte Spread anzeigen zu lassen, die ich meistens ausgeblendet habe, aber die Spalte gibt es. Und dort sehen Sie es als Spalte. Da wird die Nachkommastelle als 80, also auch die zweite Nachkommastelle, mitgezählt. Ist aber immer noch 0,8 Punkte. Einfach nur eine andere Darstellung, weil hier Fenstermarktübersicht die zweite Nachkommastelle mitzählt. Anderes dürften Sie nicht erlebt haben. Falls doch, dann zeigen Sie mal einen Screenshot, schicken Sie uns das per E-Mail oder andere Sachen mehr. Aber auch das fürs ganze Bild, wir sagen der typische Spread. Wir geben keine Garantie. Wenn es mal extremst heiße Phasen gäbe oder extremst Events wie Brexit-Entscheidungen oder 11. September oder sonstiges, behalten wir uns auch vor, aufgrund unseres Liquiditätsproviders, der dann andere Kurse stellt, da auch mal andere Kurse zu haben. Zu allen normalen, üblichen Zeiten können Sie von 0,8 Punkten Spread im DAX ausgehen. Wenn Sie aber was anderes erlebt haben, weiß ich nicht. Vielleicht war ja da schon die Aufklärung mit dem Marktübersichtsfenster, dass da die Nachkommastelle mitgezählt wurde. Ansonsten müssten Sie mir bitte irgendwas schicken. info@admiralmarkets.de. Ich und auch der Kundenservice hat heute nichts dergleichen beobachtet. Aber eben nochmal gesagt und auch nochmal betont, es ist kein garantierter Spread, sondern der typische zu allen normalen Zeiten. Und auch nicht zu allen Zeiten. Wir haben auch den Nachthandel. Nachts werden Sie einen typischen Spread von 4,8 Punkten feststellen. Aber auch da mal mehr oder weniger. Nur von 8 bis 22 Uhr sollte es in aller Regel die 0,8 Punkte sein. Und wenn Sie da was anderes haben, wie gesagt, würde ich mir ein Bild machen, Screenshot an den Kundenservice schicken und dann können wir dazu Stellung nehmen. Hallo und guten Abend. Wie bekomme ich die Uhr für die jeweilige Chartzone, 5 Minuten, 15 Minuten und so weiter, in den Chart? Jetzt muss ich mal überlegen, was Sie genau meinen. Die Uhr. Meinen Sie eventuell diese Uhr? Das ist ein Alarmindikator. Oder meinen Sie die Uhr, dass die Kerze, das heißt die Kerze, wie lange es noch dauert, bis die nächste Kerze erscheint, angezeigt wird? Oder was anderes. Egal, was Sie meinen, zeige ich Ihnen, wie Sie das bekommen. Ausgangspunkt wie immer admiralmarkets.de. Wenn Sie dann auf admiralmarkets.de gehen, wir sagen es ja immer und überall, aber manchmal liest man nicht alles, weil man faul ist, kennt man von sich selber. Bitte nicht nur den normalen MetaTrader 4 installieren, den nackten MT4, sondern bei uns immer zusätzlich einmalig für Demo oder Live-Konto MT4 Supreme installieren. Wenn Sie ein Demokonto bei uns bekommen, wenn Sie ein Live-Konto bekommen, per E-Mail mit den Zugangsdaten weisen wir darauf hin, aber man liest dann nicht immer alles, deswegen hier nochmal erwähnt, also bitte einmalig MT4 Supreme auch installieren. Und wenn gleich die Webseite sich für MT4 Supreme mal öffnet, irgendwie braucht gerade die Webseite ein bisschen länger, da haben Sie dann einen Download-Button und dann installieren Sie einmalig MT4 Supreme, so nennen wir unser Tuning. Irgendwie will gerade die Webseite nicht. Und wenn Sie das gemacht haben, dann haben Sie
in dem Fenster Navigator, unter Experten und unter Indikatoren ganz, ganz viele Erweiterungen mit Admiral am Anfang stehen. Jetzt ist gerade mein ganzer Computer ein bisschen langsam. Warten wir mal auf meinen Computer. So, jetzt ist hoffentlich mein Computer wieder bereit. Wenn Sie also MT4 Supreme installiert haben, haben Sie die ganzen Erweiterungen untereinander, alles, was Admiral als Namensstart hat, sind die exklusiven Erweiterungen. Und zum einen die Uhr, wenn Sie das als Uhr meinen, Alarm, das wäre einmal Admiral Kalender, was Sie anklicken und auf den Chart ziehen müssten. Und, den habe ich ja schon drin, das zweite, was Sie vielleicht meinen, ist die Candle Countdown, dass Sie dann immer sehen, wenn Sie diesen Indikator auf den Chart ziehen, wie lange es dann noch dauert, bis die nächste Kerze erscheint. Das habe ich jetzt hier unten rechts im Chart. Wenn ich aber das vielleicht ganz direkt an der letzten Kerze haben möchte, auch das nur als kleinen Trick, Candle Countdown editieren und dann können Sie auch sagen, das ist nicht bottom right, sondern an der letzten Kerze in line with price chart angezeigt werden soll. Das Einzige, was dann noch passieren müsste, ist, dass der Chart nicht in weiß ist, sondern die Farbe dann auch eine andere Farbe ist, sondern weiß auf weiß kann man ja nicht erkennen. Dann machen wir hier noch die Farbe anders, von weiß auf schwarz und dann ist hier die Uhrzeit drin, wenn Sie das gemeint haben. Wenn Sie eine andere Uhr gemeint haben, dann müssen Sie mir nochmal genauer erklären, was Sie meinen. Aber das sind die zwei Uhren, die mir als auf Anhieb einfallen würden. Also, Erweiterung MT4 Supreme. Ich hoffe, die Webseite will jetzt mittlerweile. Irgendwie hat man, glaube ich, meinen Computer gerade ein bisschen gesponnen. Hier MT4 Supreme einmalig downloaden. Dann haben Sie die ganzen Erweiterungen MetaTrader 4. Über 60 Erweiterungen. Zwei habe ich genannt. Vielen Dank für die Frage. Besteht die Möglichkeit, historische Kurse für Backtesting, zum Beispiel Euro-Dollar für 2016, zu laden? Ja, gibt es. Schon ewig nicht gemacht, deswegen muss ich jetzt selber mal kurz schauen, wo das zu finden ist. Über die Menüleiste im MetaTrader 4 gehen Sie bitte auf Extras und auf Historiendatenbank und dann können Sie, indem Sie die ganzen Instrumente, die Sie interessieren, hier auswählen und dann herunterladen. Dann bekommen Sie nicht die echten Kurse von Admiral Markets, sondern es wird geladen aus einer Datenbank von MetaQuotes, der Softwarefirma von MetaTrader 4. Es wird nicht 1:1 die gleichen Kurse sein, aber annähernd, so wie bei jedem anderen Forex- und CFD-Broker auch. Und fürs Backtesting reichen diese Kurse aus. Wenn Sie also die normalen Daten, die im MetaTrader 4 schon dabei sind, Ihnen nicht mehr ausreichen, über den Menüpunkt Extras die Instrumente auswählen und dann von MetaQuotes, dem Softwareanbieter, herunterladen und dann fürs Backtesting von Ihren Strategien gerne nutzen. Extras Historiendatenbank. Ich hätte noch eine Idee für Ihr MetaTrader 4 Package. Schön wäre eine Erweiterung, mit der man zwei horizontale Linien, die man im Chart einzeichnet, als Stop-Loss und Take-Profit bezeichnen kann und die dann entsprechend aktiv werden, sobald man einen Trade-Market eingeht. Ideal also noch, dass der Stop-Loss dann zum Beispiel 1% vom Gesamtkapital entspricht. Überlegen wir mal, vielen Dank für diese Frage oder Anregung, ob das möglich ist. Vieles können Sie ja schon eingeben, zum Beispiel auch Stop-Loss in Prozent von Ihrem Gesamtkapital. Das ist alles jetzt schon möglich. Als Linie vorab noch nicht, aber vielleicht kannten Sie ja das noch nicht. Wenn Sie hierüber über das Mini-Terminal gehen, können Sie zum Beispiel jetzt schon eine Order eingehen, Buy, Sell, OCO und weiteres mehr. Dann die Handelsgröße nicht nur in Lot oder Kontrakten eingeben, sondern auch in Prozent der Kontowährung oder des Equities und dann auch Stop-Loss in Prozent der Kontowährung oder als festen Kurs oder von der Equity. Also das ist alles jetzt schon möglich, wenn Sie das möchten. Und das dann auch alles als Linie, sobald dann die Order da ist. Aber dass solche Linien erst aktiv sind, sobald eine Market Order eingegangen ist, das gibt es noch nicht. Habe ich auch noch bei keiner anderen Software so gesehen. Wir behalten es mal im Hinterkopf.
Ich weiß nicht, ob es technisch möglich ist, aber wir haben immer eine ganz große Wunschliste und wir geben es den Technikern weiter. Vielen Dank für die Anregungen. Aber vielleicht konnte ich ja dann, die Vorlage haben Sie mir geliefert, Ihnen Sachen zeigen, die Sie noch nicht kannten. Vieles, was im MetaTrader 4 Supreme möglich ist, hiermit nebenbei erwähnt. Oben rechts im Chart hat es ein Smiley. Was ist, wenn der nicht lacht? Ich habe es leider vergessen. Wenn Sie Expert Advisor, also automatisiertes Trading nutzen, dann können Sie das automatisierte Trading aktivieren oder deaktivieren. Unsere Erweiterung wie das Mini-Terminal läuft auch über Expert Advisor Technologie. Hier würde ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen, das zu deaktivieren, aber wenn Sie andere EAs, Expert Advisors, nutzen, die auch automatisiert Trades ausführen, kann es sinnvoll sein, dieses automatisierte Trade-Ausführung auch mal zu stoppen. Und das können Sie mit einem einfachen Befehl machen, indem Sie Auto-Trading hier mit einem Klick deaktivieren. Dann könnte ein EA, der automatisiert Trades auslöst, nicht mehr Trades auslösen. Ein Klick und dann haben Sie deaktiviert und das wird visuell dargestellt, indem das Smiley halt nicht mehr smilet, nicht mehr lächelt. Und wenn Sie sagen, hier EA soll wieder aktiv sein, dann einmal wieder klicken. Und dann lächelt der Smiley wieder, also einfach nur visuelle Darstellung, ob Sie eine EA aktiviert haben oder nicht. Warum kann zwischen 22 Uhr und 24 Uhr deutscher Zeit in einzelnen Märkten keine neue Order erteilt werden? Bestehende Positionen werden allerdings ausgeführt. Nee. Erster Teil ist richtig, zweiter Teil ist nicht richtig. Auch da wieder, es geht um Geld, deswegen seien wir präzise und wir starten über die Webseite admiralmarkets.de. Irgendein Beispielwert, nehmen wir mal Euro-Dollar, gucken wir uns an in den Detailkontrakt-Details. Es gibt nämlich immer, nicht nur bei uns, sondern bei allen mir bekannten Volks- und CFD-Brokern, immer sogenannte Handelspausen. Bei fast allen Brokern, so auch bei uns, irgendwann zwischen 22 und 24 Uhr deutscher Zeit angesetzt und wir nehmen ein Beispiel Euro-Dollar. Kann für andere Instrumente auch mal leicht unterschiedlich sein, aber meistens ungefähr die gleichen Zeiten. Sie sehen die Handelszeiten hier in der MetaTrader 4 Zeit plus eine Stunde zur deutschen Zeit, also MetaTrader 4 statt 19:32 Uhr jetzt in Deutschland 20:32 Uhr angezeigt und die Handelszeiten rund um die Uhr, außer am Wochenende, mit einer kurzen Pause. Nämlich zwischen MetaTrader 4 Zeit 23:59 und 0:05 Uhr. In deutsche Zeit übersetzt also 22:59 Uhr und 23:05 Uhr. Kurze Zeit, kurze Pause. Dort können Sie nicht traden und auch keine Trades, die ausgeführt werden. Und es kann für Instrument, bei Öl ist es anders, bei Gold ist es anders, auch mal unterschiedlich sein. Also kurze Handelspausen bei eigentlich jedem mir bekannten Volks- und CFD-Broker so der Fall. Und in der Zeit kein Trading möglich. Warum wird das so gemacht? Warum ist das nötig? Die Brokersysteme ziehen viele Daten von einem Handelstag zum nächsten, muss technisch bedingt einmal gemacht werden. Kurze Pause in der Regel dann, wo extrem wenig los ist und in der Zeit werden keine Trades ausgeführt und in der Zeit können Sie auch keinen Trade für dieses Instrument aufgeben. Normale Börsenusancen bei uns und bei den Wettbewerbern identisch. Dankeschön für diese Frage. Wie heißt der neue Indikator mit den bunten Glocken? Habe ich eben schon gestreift. Dankeschön für diese Frage. Er nennt sich Admiral Kalender. Was kann der Kalender? Nun, er zeichnet Ihnen im Chart anstehende bekannte News ein, dass Sie, wenn Sie Trades aufgeben, nicht mehr überrascht sind, dass dann irgendwann zum Beispiel um 12 Uhr oder um 15 Uhr marktrelevante News anstehen. Jetzt habe ich hier ein Beispiel drin. Sie sehen auch die historischen. Wenn Sie mit der Maus drauf fahren, sehen Sie halt die News in der vergangenen Zeit und können auch mal sehen, ob diese News halt den Markt bewegt hat. Und ich gehe mal auf eine andere Zeiteinheit von 5 Minuten auf H1. Dann werden Sie sehen, dass da auch etwas für die Zukunft wahrscheinlich zu sehen ist. Wenn mein langsamer Computer mal gleich mal umschwitcht. Jetzt hat er es gemacht. Also grün, wenig relevante Daten, orange, ähnlich wie bei der bekannten Ampel, mittlere und rot, relativ stark bewegende News wahrscheinlich anstehend. Ja, und warum das Ganze? Wenn Sie die Trades länger offen haben, dass Sie dann immer mal schauen, ob da irgendwas anstehen könnte, worauf ich bei meinen offenen Positionen achten sollte, ob das die Märkte
hart durchschütteln könnte, ob ich dann vielleicht vorher die Position rausnehme oder ob ich dann im Markt dabei bin und auf den Computer schaue, auf den Bildschirm, ob ich dann schnell reagieren kann. Also anstehende News, die bekannt sind, als Einzeichnung im Chart zur Vorbereitung mit dabei. Und wie immer können Sie das dann individuell anpassen. Ich habe hier in den Voreinstellungen noch die Striche beibehalten. Wenn Sie Striche nerven, können Sie die löschen. Sie können anzeigen, dass Sie nur die roten, also die wichtigen News anzeigen lassen und die gelben und die grünen nicht. Alles in den Settings, in den Teileinstellungen veränderbar. Dankeschön für diese Frage. Wie kann ich eine Strecke im MetaTrader 4 zeichnen, ist die Frage eines nächsten Teilnehmers. Es kommt darauf an. Die simple Funktion bei jedem normalen MetaTrader 4 möglich. Und ich mache mal einen nackten Chart, dass wir mal ein bisschen mehr zeigen. Ich lasse auch mal das Gitter ausblenden, dass wir wirklich einen nackten Chart haben. Also die einfachste Funktion, dass Sie was zeichnen, ist über die Menüleiste, dass Sie hier zum Beispiel eine horizontale Linie einfach mal einzeichnen. Extrem simpel. Und wenn Sie die gelöscht haben möchten, Doppelklick und dann auf die Entferntaste auf der Tastatur klicken und Sie haben diese erste Einzeichnung raus. Können Sie auch mit einer diagonalen Linie machen oder einer vertikalen Linie. Also alles ist möglich, wenn Sie das denn möchten. Extrem simpel und mit Doppelklick markieren und dann Entfernen klicken. Simpel. Was Sie exklusiv nur bei uns haben, ist Admiral Free and Drawing, eine weitere Erweiterung. Wenn Sie das auf den Chart ziehen als Indikator, dann haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer Tastatur und Bewegung der Maus auch ganz frei zu zeichnen. Zwar immer alles, was Sie möchten. Das war jetzt ganz, ganz schlecht. Es sollte eigentlich ein Herz sein. Naja, Sie sehen schon, ich kann schlecht zeichnen, aber wenn Sie zum Beispiel irgendwas markieren wollen, Unterstützungen oder was auch immer, das können Sie alles hier machen und Sie können auch die Farben ändern, was auch immer Sie wollen. Wenn Sie das möchten, alles hier zu Ihrer Verfügung und natürlich auch alles wieder zu löschen, ist eine ganz neue, eine ganz exklusive, keine neue Funktion von MT4 Supreme. Und wenn Sie die ganzen Details wissen möchten, zum Beispiel die Farben und so weiter und so fort, natürlich alles hier in dem Indikator-Package-Bereich von MT4 Supreme ausführlich erläutert. Vielen Dank für diese Frage. Wie lässt sich im MetaTrader 4 eine OCO, eine One Candle Other Order, realisieren? Auch das im normalen MetaTrader 4 nicht möglich, nur mit MT4 Supreme unserer Erweiterung. Eben schon gestreift, wenn Sie das Mini-Terminal auf den Chart gezogen haben. Dann haben Sie dort einen Button, einen orangen Button, wo Sie weitergehende Trades mit weiteren Spezifikationen aufgeben können. Dann öffnet sich ein neues Fenster und da gibt es dann die Spezifikation OCO Breakout oder OCO Reversion. Die Details, auch die können Sie nachlesen auf unserer Webseite. One Candle Other Order ist die Abkürzung. Sie können sich also, wenn Sie zum Beispiel marktbewegende News erwarten, kurz vor den marktbewegenden News oberhalb und unterhalb des aktuellen Kurses platzieren, weil Sie heiße Bewegungen erwarten, Sie aber noch nicht genau wissen, ob der Markt nach oben oder unten durchschießt. In solchen Situationen können OCO-Orders relevant sein, weil Sie dann die Bewegung mitnehmen, egal ob es nach oben oder unten geht. Also, Sie machen eine OCO-Order, einmal eine Platzierung oberhalb und unterhalb, und wenn der Markt dann in die eine oder andere Richtung durchschießt, wird die eine Order ausgeführt, die andere automatisch gelöscht und Sie nehmen die Bewegung der einen Seite mit. Eine der Möglichkeiten, hierüber aufzugeben, probieren Sie es mal im Demo-Modus aus, machen Sie sich damit vertraut, die ganzen Details eingeben, wie zum Beispiel Buy Stop, Sell Stop, wie groß ist die Handelsgröße etc. Ich denke mal, alles selbsterklärend, OCO über MT4 Supreme als Erweiterung möglich. Kann ich mit dem neuen Indikator, dem Kalenderindikator, auch Dividenden und Firmenereignisse anzeigen lassen? Gute Frage, momentan noch nicht. Momentan für Forex- und Index-CFDs-Werte. Schauen wir mal, ob wir das irgendwann auch auf Dividenden erweitern. Stand heute noch nicht. Offene Frage, offene Antwort. Derzeit nur für die größeren Werte wie Forex und Indizes verfügbar. Bei Euro-Dollar wurde gerade der Spread-Indikator zweifarbig angezeigt. Bei mir ist er nur einfarbig. Wie geht das? Die Standardeinstellung ist eigentlich, dass Sie immer zwei Farben sehen. Ich habe jetzt hier Euro-Dollar. Sie sehen in der Regel immer diese beiden Farben, es sei denn, Sie haben das verändert in den Einstellungen. Warum
das so ist? Oder was zeigt der Spread-Indikator an? Zeige ich Ihnen mal direkt. Also, der Spread-Indikator zeichnet Ihnen immer hier die grüne Linie. Damit wird der durchschnittliche Spread in der Zeiteinheit, die Sie haben, angezeigt. Also für eine Minute in der Zeiteinheit ist das der typische Spread für die gesamte Minute. Der maximal erreichte Spread in dieser Zeiteinheit, der wird hier am Ende der roten Linie angezeigt. Und am Ende hier, weißer Balken, wenn man so möchte, das ist der Mindestspread, der in der Minute mal verfügbar war. Also komplette Bild in der Zeiteinheit, Minute oder 5 Minuten, je nachdem, was Sie erwählen. Zwei Farben immer mindestens, rot der maximale Spread zu dieser Minute, grün der durchschnittliche Spread und das der Mindestspread, den Sie erzielen konnten. Schauen wir mal, ob man diese Farben in den Einstellungen ändern kann. Ich habe das noch nie gemacht. Spread-Indikator, editieren in den Detaileinstellungen. Ja, also wenn Sie es mal geändert haben, können Sie das vielleicht machen. Mussten Sie aber aktiv gemacht haben. Also wenn Sie es nicht aktiv geändert haben, sind immer die Standardeinstellungen und dann können Sie die Farben ändern. Sinn sehe ich da nicht drin, aber ist möglich. Probieren Sie mal aus, ob Sie hier bei Label Color das verändern können. Wenn Sie nicht weiterkommen, Einzelschicksal in Anführungszeichen, dann vielleicht mal über den Kundenservice probieren zu klären. In den Grundeinstellungen müssten Sie es so haben wie ich hier. Im DAX ist das einfarbig. Ja. Warum? Haben wir eben auch schon gestreift. Danke für die Rückfrage oder Rückantwort, weil natürlich der Spread im DAX typischerweise fixiert ist. Nur wenn Sie da mal eine Änderung sehen würden, also mal hoch auf 1,0 oder mal runter auf 0,6, dann würden Sie eine zweite Farbe sehen. Aber eben erwähnt, typisch, und das ist zu 99,99999999% aller Zeiten, so von 8 bis 22 Uhr, 0,8 Punkte. Wenn Sie keine Änderung haben, wie soll eine zweite Farbe angezeigt werden, wenn keine Änderung da ist? Also bei Instrumenten, wo wir einen Variablen-Spread haben, zwei Farben, im DAX von 8 bis 22 Uhr eine Farbe, aber wenn Sie mal den DAX-Chart länger offen haben, also auch mal um 23 Uhr deutsche Zeit oder 6 Uhr deutsche Zeit, dann werden Sie eine zweite Farbe sehen, weil zu dieser Nachtzeit der Spread nicht 0,8 Punkte ist. Kleiner Tipp mit Augenzwinkern am Rande. Dankeschön für die Frage. So, das waren die Fragen, die ich für heute beantworten kann am Rosenmontag. Ein, zwei Fragen, die würde ich eher bitten, nicht hier für die große Masse, das ist eher dann Kontoservice bezogen, da einfach mal den Kundenservice anrufen, das würde ein bisschen komplexer sein, da die Kollegen vom Kundenservice würden das Ihnen gerne erläutern. Ich sage für heute, für den Rosenmontag, feiern Sie noch schön, bis Aschermittwoch geht es ja noch, wenn Sie möchten. Nächsten Webinare, morgen Punkt 10, dann um 15 Uhr. Live-Training mache ich nicht live mit Jochen Schmidt. Und nicht vergessen, Spezialwebinar Mittwoch, 1. März um 11 Uhr. Aktien-CFDs, was wir uns genauer anschauen. Auch die Dividenden werden wir ein bisschen weiter erläutern. Auch dazu gab es ja heute eine Frage. Wenn Sie möchten, die Videoaufzeichnung von heute, ab morgen spätestens im YouTube-Kanal. Schönen Montagabend noch. Und das Spiel geht immer weiter. Auch Montag, nächste Woche, 19 Uhr. Neue Chance, neues Glück. Selbst wenn Sie keine Fragen haben, kann es ja mal relevant sein, sich zurückzulehnen und von den Fragen der anderen zu partizipieren. Dümmer wird man auf keinen Fall. Auch da vergleichen Sie gerne 20, 25 Broker zu Ihrer Auswahl. So ein Service wie wir habe ich noch bei keinem anderen Broker gesehen, wo Sie alle Ihre Fragen und auch Kritik loswerden dürfen. Wir lieben Kritik, solange sie konstruktiv ist und kein, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, was Sie nutzen möchten, Shitstorm. Ich hoffe, Shitstorm verstehen Sie. Also, wenn es eine offene und ehrliche Kritik ist, konstruktiv, werden wir auch die immer benennen. Wenn es einfach nur, alle scheiße oder sie sind blöd oder sonst was ist, um nicht noch blödere Worte zu nennen, das ist keine konstruktive Kritik, das braucht niemand. Aber alles andere ist gerne willkommen. Berliner Klartext, wir dürfen die Ausnahme sein. Vergleichen Sie gerne mit jedem anderen Broker Ihrer Wahl. So offen, ehrlich und transparent, gehe ich jede Wette ein, ist kein anderer. Und wenn Sie das toll finden und uns da auch noch unterstützen möchten, das habe ich eben auch zu Anfang des Webinars gesagt, noch bis Mitte März führt das DKI, das Deutsche Kundeninstitut, eine Kundenumfrage durch. Das würde ich Ihnen am Montagabend noch mit auf den Weg geben, wenn Sie 4, 5 Minuten Ihrer Zeit opfern und da mal Ihre Erfahrungen, Ihre Bewertung zu CFD-Brokern aufgeben. Wir freuen uns über Ihre Stimme. Hier die Stimme abgeben. Das Deutsche Kundeninstitut stellt die Umfrage noch bis Mitte März. Hier über den Newsbereich vom 17. Februar finden Sie alles weitere dazu. Wir freuen uns, sagen Dankeschön im Voraus, wenn Sie abstimmen und uns eine gute Stimme geben. Das als Abschluss und ich hoffe, heute konnte ich wieder zeigen, dass wir wirklich ein bisschen anders sind als die Wettbewerber. Wenn Sie anderer Meinung sind, geben Sie auch das mal als Feedback.
Ich kenne keinen anderen, der sowas macht. Wenn Sie einen gefunden haben, nennen Sie es mir, dann schaue ich mir den auch nochmal an. Dann, ja, alles weitere dazu. In diesem Sinne, Jens Czernowski, Kundenservice Berlin. Tschüss, bye bye, auf bald.